Also Einführung der Trägheitskraft. Was ist die Trägheitskraft? Es ist im Grunde das Prinzip von D'Alembert, heißt es. Prinzip von D'Alembert. Und zwar zunächst, schaut es aus, es ist ganz was Elementares, wenn man das nämlich formuliert, zum Beispiel so, dass man sagt, der Schwerpunktsatz schaut es so aus, ein Körperschwerpunkt bewegt sich so, dass die Beschleunigung des Schwerpunktes gleich ist der Summe der wirkenden Kräfte, äußeren Kräfte. Ich schreibe das jetzt vektoriell. Nicht? Normalerweise haben wir drei Koordinaten im Schwerpunkt und die Summe aller Kräfte, die äußeren Kräfte, die auf den Körper einwirken, die können wir annehmen, wirken im Schwerpunkt. Und dann ist das die, das sind die drei Komponenten, wenn wir wollen, der Bewegungsgleichung. Nicht? Und wenn wir jetzt uns denken, wir führen eine Kraft Ft ein, und zwar nennen wir sie minus mx s2 Punkt. Das ist nur eine Bezeichnung, nicht? Dann kann ich das Ganze auf die andere Seite schreiben und sagen, 0 ist gleich Summe Fa, plus Ft. Das ist ja Vektor auch nicht. Und das sagt jetzt eigentlich nur, führe die negative Massenbeschleunigung als Kraft ein und behandle das Ganze wie ein Gleichgewichtssystem. Nämlich, dass die Summe aller Kräfte 0 ist. Es wird also eine, die Trägheitskraft eingeführt, als negative Massenbeschleunigung. Das ist nicht wirklich eine Kraft. Nicht? Die Kraft muss ich normalerweise bewirken. Eine Kraft bewirkt Beschleunigung. Das ist formal dimensionsmäßige Kraft. Und führe also diese Trägheitskraft ein, zusätzlich zu den äußeren Kräften. Die äußeren Kräfte können Reaktionskräfte sein oder eingeprägte Kräfte. Und behandle das Ganze wie ein Gleichgewichtssystem. Nämlich, die Statik sagt, Summe der Kräfte muss im Gleichgewicht 0 sein. Gleichgewicht der Kräfte. Und dasselbe gilt natürlich auch jetzt für die Momente. Ich nehme den Momentensatz. Der Momentensatz sagt, dass die Summe der Momente der Massenbeschleunigungen, so schreibt man jetzt natürlich, ich schreibe das so, die Massenbeschleunigung des Elementes ist das dmx2-Punkt. Nicht? Und als Moment heißt immer xx, das äußere Produkt eines Ortsvektors mit der Kraft gibt das Moment. Und das muss jetzt gleich sein, dem Summen der Momente der äußeren Kräfte. Das sagt ja der Momentensatz. Wenn ich also jetzt, dass das link ist, das Moment der Massenbeschleunigungen, wenn ich das auf eine Seite wieder schreibe, dann habe ich genauso. Summe FA, vielleicht schreiben wir da auch hin, alles auf eine Seite, Summe MA, plus dem Moment der Massenbeschleunigung, M-Trägheit, ist 0. Und das ist im Grunde wieder das Gleichgewicht der Momente, wobei ich nur die negativen Massenbeschleunigungsmomente als Momente der Trägheitskräfte einführe. Also Sie sehen schon, ich muss ein negatives Vorzeichen geben, damit ich es auf die andere Seite mit Plus schreiben kann. Also das ist im Grunde dann das Momentengleichgewicht.
In Wirklichkeit steckt natürlich von d'Alembert-Seite her wesentlich mehr dahinter, nämlich dass die verlorenen Kräfte sich am System das Gleichgewicht halten, so hat es d'Alembert formuliert. Die für die Beschleunigung verlorenen Kräfte müssen sozusagen ein Gleichgewichtssystem bilden, denn wenn auf einen Körper mehrere Kräfte wirken, so kann ja jedes Maßelement nicht folgen den Kräften, die auf diesen Körper wirken gerade, die auf das Elementchen wirken, nicht? Sondern es ist ja eingebettet und das heißt, es treten Kräfte auf, die für die Beschleunigung verloren sind, aus dem Zusammenhalt des Ganzen. Und diese verlorenen Kräfte müssen sich das Gleichgewicht halten. Aber formal ist es ganz einfach, die negativen Massenbeschleunigungen als Kräfte einführen und schon haben wir ein Gleichgewichtssystem. Und das wendet man vielleicht an bei der Kurvenfahrt des Fahrzeugs. Als Beispiel die Kurvenfahrt. Also ich nehme da eine etwas überhöhte, um Alpha überhöhte Fahrbahn, setze da jetzt mein Fahrzeug drauf so, darüber, darunter, so, da ist der Schwerpunkt S und das Ganze Fahrzeug ist jetzt in der Kurve, der Radius ist R. Die Fahrgeschwindigkeit ist V0. Und weil jetzt da hier das Fahrzeug am Radius R fährt mit V0, hat es eine Zentripetalbeschleunigung AN, die ist gleich V0 Quadrat durch R. Zentri, die ist zum Zentrum hin gerichtet. Es fährt mit konstanter Geschwindigkeit jetzt in der Kurve mit Radius R. Jetzt habe ich die Zentripetalbeschleunigung geht ja nach innen. Ich führe die Trägheitskraft als Kraft nach außen ein. Das ist jetzt meine Kraft, die da wirkt. Das ist das Ft, F Trägheitskraft. Achso, Entschuldigung, so. Ft. Und die Trägheitskraft, da schreibe ich jetzt natürlich kein Minus mehr hin. Das Minus schreibe ich nur beim Vektor. Weil ich habe die Richtung schon umgedreht. Die Beschleunigung geht immer zum Mittelpunkt hin, haben wir gesagt, bei der Kreisbahn. Ne? Der Geschwindigkeitsvektor ist so und dann ist er so. Also muss ich eine Beschleunigung so reingehabt haben, während die Trägheit dann hinausgeht. Also ich habe die Trägheit schon eingezeichnet, die Masse ist M vom Fahrzeug, M mal V0 Quadrat durch R, das ist sozusagen die Fliehkraft. Fliehkraft, die jetzt auf das Fahrzeug wirkt. Dann brauche ich die anderen Kräfte noch. Ich habe da Kräfte, nämlich das Gewicht, mg. Dann habe ich Reaktionskräfte. Ich möchte sie gerne ein bisschen anders einzeichnen, weil es auch nicht so. Das ist hier, die, sieht man das? Aufstandskraft, F, sagen wir 2 und F1. Und dann brauche ich noch die beiden Kräfte, die verhindern, dass das wegrutscht. Ich nenne sie jetzt mit H1 und H2, damit ich nicht so viele Indizes schreiben muss. Und jetzt habe ich das Ganze als Gleichgewichtssystem zu behandeln.
Also ich kann sagen, ich nehme die Summe der Kräfte in der Fahrbahnrichtung und senkrecht dazu und die Summe der Momente um irgendeinen Punkt. Nicht? Summe der Momente, denn die Momentengleichung muss ja für jeden Bezugspunkt sozusagen gelten. Ich kann aber auch den Schwerpunkt natürlich nehmen. Also ich sage Summe der Kräfte in der Richtung der Fahrbahn, vielleicht nennen wir das die Richtung X, nicht? Und senkrecht dazu die Richtung Y. In der Richtung X heißt es jetzt, hinaus wirkt Ft mal Cosinus Alpha minus H1 minus H2 minus Mg Sinus Alpha. Noch einmal. Aha, na gut, ich habe jetzt schon angenommen, das gerutscht da hinaus. Summe Fy, ich habe mich gerade jetzt nur gewundert, dass normalerweise müssten die H ja hinausgehen, wenn das Fahrzeug nur steht. Nicht? Dann müssen die H ja hinaufwirken, damit das Fahrzeug nicht reinrutscht. Nicht? Jetzt habe ich aber angenommen, die Fliehkraft ist so groß, dass sie hereinwirken müssen. Aber im Grunde ist das überhaupt kein Problem, denn das Vorzeichen der Kräfte richtet, macht die Gleichung von selbst. Sie nehmen irgendwas an und wenn es nicht stimmt, kommt es halt Minus raus. Nicht? Die Geschichte ist erledigt. Also Summe Fy, das sagen wir senkrecht dazu, das wäre Y-Achse. Nicht? Das heißt es dann, da heißt es dann F1 plus F2 und Ft ist Minus. Also ich beginne vielleicht wieder mit dem Minus Ft mal Sinus. Plus F1 plus F2 minus nach innen mg Cosinus Alpha und da habe ich vergessen die 0 und dann natürlich auch 0. Und zum Schluss schreiben wir jetzt noch Summe der Momente um S auf gleich 0. Dann steht hier, das sei der Abstand gleich groß, B und B. Sagen wir B halbe, der Abstand. Dann heißt es hier F2 minus F1 mal B halbe. Und dann brauche ich noch den Abstand hier. Das ist das HS. Das F2 geht so und dann steht da, muss gleich sein, H2 plus H1 mal HS. Und wenn Sie das jetzt, das sind unsere Gleichungen, die wir zur Verfügung haben, nicht? Unbekannt sind aber jetzt da vier Kräfte, nicht? F1, F2, H1, H2. Und wir haben da drei Gleichungen. Aber Sie sehen, dass die beiden H als Summe auftreten. Ich kann natürlich nicht aufteilen, was geht aufs Innere und was geht aufs Äußere, weil das so quasi statisch unbestimmt ist. Nicht? Ich habe quasi einen Träger mit zwei festen Lagern. Nicht? Und Sie wissen, bei jedem Träger muss ich ein Lager beweglich machen, damit ich statisch bestimmt bin. Nicht? Also, das tut uns weiter nichts, weil wir da ja die Summe der H dann einfach nehmen können. Und wenn wir die Summe der H eliminieren, dann habe ich da zwei Gleichungen für F1 und F2. Und wenn ich das jetzt aufschreibe, dann kann ich mir das aber jetzt fast nicht mehr merken. Ich schreibe mal die Gleichung auf, die Nummer 2. Ja? Ja, F2 minus F1 minus H1 minus H2. Und die habe ich gleich auf die andere Seite geschrieben. Habe ich gleich auf die andere Seite geschrieben, ja. Weil ich jetzt H1 plus H2 da ausrechne und oben in die erste einsetze. Und dann steht da, das muss ich mir jetzt merken, nützt nichts. Oder wie sagen wir das an? Ich muss schreiben,
ft Cosinus Alpha mg Sinus Alpha ist gleich weiter. Also H1 plus H2 eliminiert. H1 plus H2 ist gleich B durch 2HS mal F2 minus F1. Und das ist da oben jetzt F2 minus F1. F2 minus F1 mal B durch 2HS. Ist gleich, dann steht da Ft Cosinus minus mg Sinus. Ft Cosinus minus mg Sinus Alpha. Das müsste die erste Gleichung sein. Okay. Ft Cosinus minus mg, und das habe ich auf der anderen Seite, und die zweite heißt da F2 plus F1 ist plus plus, mit Sinus Cosinus vertauscht. Also nächste ist gleich Ft Sinus Alpha plus mg Cosinus Alpha. Jetzt streiche ich das weg und schreibe es da hinüber. Da hier gebe ich es weg, nicht? 2HS durch B. Dann addiere ich und dann kriege ich heraus 2F2 oder F2 ist gleich 1/2 mal dem 1/2 mal Ft. Ft ist m v0 Quadrat durch r mal Sinus Alpha plus Cosinus Alpha. Plus mg halbe Cosinus Alpha minus Sinus Alpha. F2 und das F1 entsprechend, wenn wir subtrahieren, von unten nach oben. F1 ist das minus dem, dann ist das weg und da steht da Plus. Und da steht 1/2 wieder, weil das ja sich auf 2 summiert. Subtrahieren von unten nach oben. Sinus Alpha minus Cosinus Alpha plus mg halbe Cosinus Alpha plus Sinus Alpha. Naja, weiß jetzt nicht. Vielleicht steht das da irgendwo gerechnet. Ich nehme schon an, aber so genau weiß ich es jetzt nicht, ob das stimmt. Habe ich wieder nicht gedrückt? Ja, ja, danke. Puh. Also für F1 gleich 0, dann hebt das innere Rad ab. Ob es gibt, ist eine andere Frage, das ist klar. Es beginnt dann die ganze Dynamik dieser Überschlagsbewegung, nicht? Oder das Ganze kann natürlich hinausrutschen, wenn H1 und H2 zu klein sind. Ja. Also wie klein müsste aber das sein? Ja. H2 plus H1 muss natürlich in Summe F1 plus, also rutschen tritt ein.
während das andere war das Kippen. Rutschen tritt ein, wenn H1 plus H2 erforderlich, nicht? Aus der Rechnung erforderlich, diese H-Summe größer wird als das maximal mögliche. Und das ist ja μ0, wenn wir sagen, bei beiden gleich, F1 plus F2. Dann beginnt es zu rutschen, nicht? F1 plus F2 sind die Aufstandskräfte, nicht? Und die größte Reibungskraft, die aufgenommen werden kann, ist Normalkraft mal μ0. Etwa. Nicht? F2 mal μ0, F1 mal μ0, das ist das Maximum, was ich hier als Reibung übernehmen kann. Und, aber die Rechnung ist ein bisschen, glaube ich, langwierig, und daher lassen wir das vielleicht. Aber die Trägheitskraft ist natürlich etwas, was man immer wieder sehr mit Vorteil einführt.